R-E-W-I-N-F-I-D-E. Okay, bei mir läuft. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Heute ein bisschen verspätet, meine Freunde. Ich war bis eben noch auf der Autobahn. Ich war unterwegs. Kevin, oh, großer König Donald Time. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, großer König Donald Time? Autobahn, was ist das? König Donald Time, das ist ein Fortbewegungsmittel aus der... König Donald Time, kommen Sie mit, König. Ich wollte heute mit dem Palastbau anfangen. Ich muss noch ein paar Materialien bei mir holen. Und dann ich habe mich um Early Boy gekümmert. Oh, okay. Wie ist das Ganze ausgegangen? Erzählen Sie. Ich weiß es noch nicht, ich habe ein Friedensangebot gemacht. Ich habe gesehen, der hat ja einen kleinen Drachen. Ja. Und für den habe ich jetzt erstmal ein bisschen Nahrungsmittel anfertigen lassen und eine kleine Rüstung. Okay. Und ich hoffe, dass das Ganze vielleicht Early Boy überzeugen könnte. Statt Wollen wir mal hoffen. Großer König, ich muss auf jeden Fall noch zum Prunkumzug, den wir natürlich bald planen. Ich hatte ihn für eventuell Dienstag, wollten wir die Stadt erobern, hatten sie ja gesagt. Und Donnerstag eventuell dann den Siegeszug, den wir dann quasi um 19:30 zelebrieren, mein Haus natürlich noch dekorieren und die Stadt auch noch ein wenig ausbauen lassen. Aber ja, ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal ganz kurz hier um alles Weitere. Ich hole ganz kurz meine Baumaterialien oder so. Oh mein Gott, mein Haus brennt! Was ist denn los? Mein Haus brennt, Alter! Bitte! LOL! Alter, Kevin? Ich meine, großer... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier brennt's irgendwo. Hör mal. Hat's aufgehört? War das alles? Warte mal, Ruhe. Was zum... Ich hab grad Schritte gehört oder so. Was zum Teufel? Da ist Corona! Corona! Was hat der damit zu tun? Corona, hast du mein Haus angezündet? Wieso dein Haus? Mein Haus hat gebrannt. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Mein Haus hat gebrannt. Oh mein Gott. Was zum... Hä? Alter. Nein. Jemand hat mein Haus angezündet. Das war ein Anschlag. Wieso sollte ich dein Haus anzünden? Jemand hat das Haus angezündet. Das Haus der rechten Hand des Königs. Das ist ein Anschlag gegen die Monarchie. Oh Gott, Corona, hier ist ein riesiges dahinter? Haus drin. Riesiges Loch drin. Corona, steckst du etwa dahinter? Nein, wieso soll ich dein Haus anzünden? Du hast doch von Anfang an ein Problem damit. Aber wenn jemand das Haus anzünden wollen würde, ne? Ja. Der hätte doch schon viel mehr angezündet, oder? Das stimmt, das macht irgendwo Sinn, ja. Hä, wer könnte das denn gewesen sein? Meinst du, Early Boy war das vielleicht? Warum sollte Early Boy mein Haus anzünden? Ich meine, überleg mal, was wir zuletzt gemacht haben bei ihm. Wir wollten eine Mauer um sein Haus bauen. Ja, aber... Als würde Early Boy... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen vorstellen. Wen haben wir denn noch, wem man das zutrauen könnte? Ich weiß es nicht. Ich habe... Oh, nein. Wartet mal. König... Was denn? Corona, ihr kennt ihn noch gar nicht. König, ich habe gehört, dass Kaktusmann wieder zurück auf dem Weg in die Stadt ist. Kaktusmann, ganz recht. Petrit ist zurück auf dem Weg in die Stadt, ja. Nachdem ich ihm ein Haus gegeben habe und er meine Frau mehrfach entführt hat, ist er ja entschwunden, dieser dreckige Bastard, und hat sich verzogen und... Ich nehme an, er hat ein Problem mit der Monarchie. Ich nehme an, er hat ein Problem mit mir als rechte Hand des Königs. Angeblich ist Kaktusmann auf dem Weg zurück in die Stadt und... Wir können ihn doch bei uns mit in die Wachen reinnehmen, oder nicht? Naja, aber vielleicht steckt er ja wirklich dahinter. Du weißt ja, dass er schon immer ein Problem mit mir hatte, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Er hatte ja schon immer irgendwie Stress mit mir. Vielleicht steckt Kaktusmann wirklich dahinter. Egal, König, das mit dem Haus, das ist jetzt nicht so wichtig, das kriegen wir repariert. Da kümmert sich sicherlich irgendwie meine Versicherung. Ach Gott, ich habe keine Versicherung. Ich hätte eine Versicherung abschließen sollen, ich Idiot. Egal, ich habe noch Baumaterialien. Vielleicht bietet die Fetzer GmbH ja bald auch Versicherungen an. Zu günstigen Preisen. Das kriegen wir schon irgendwann noch hin. Corona, du hattest mir gesagt, irgendwie, du wolltest mich sprechen oder so? Ja, genau, richtig. Können wir uns kurz mal irgendwie unter vier Augen... Jetzt habe ich die Baumaterialien vergessen. Wie unter vier Augen? Willst du dich nicht im Beisein deines Königs unterhalten? Corona, ich habe hier bereits die Baumaterialien... Es geht um eine Überraschungstorte, eine Geburtstagstorte. Aber Corona, ich werde trotzdem nichts ohne die Hand meines Königs im Bein. Nein, das ist ja in Ordnung. Königs es geht ja wirklich nur um ein paar Kleinigkeiten. So sprich, Corona, so sprich. Der König kann ruhig mithören. Es geht wirklich um eine Überraschung für ihn. Na gut, wenn das so ist, Kevin, wir hören uns gleich. Ja, wir hören uns gleich. Erzähl, ja. Corona, erzähl. Was ist jetzt eigentlich dein Plan? Hast du doch einen Plan? Natürlich habe ich einen Plan. Kevin ist der hochwohlgeborene König und wird unsere Stadt zu Reichtum, Ehre und Ruhm verhelfen. Und wir werden morgen um 19:30 Uhr die gegnerische Stadt einnehmen. Ja? Woher dieser Sinneswandel? Corona, ich habe tatsächlich wirklich erkannt, ich meine, klar, da spielen noch irgendwo eigene Interessen mit ein. Ich meine, es wäre töricht gewesen, nach dem, was ich deinem Traum getan habe, mich selber als König aufzustellen. Und nun ja, so habe ich jemanden ausgerufen, dem ich etwas noch schulde, und irgendwo kann ich meine Schulden ein wenig aberlassen. Und außerdem ist Kevin ein guter Führer, und ich meine, ich erhalte ja auch ein wenig Macht. Ne? Es ist ja nicht so, als würde ich daran nicht profitieren, wenn du verstehst. Ich glaube, dass es für alle das Beste ist, wenn Kevin jetzt fortan hier erstmal die Zügel ein wenig in die Hand nimmt, wenn du verstehst, Corona. Denn
wir müssen uns einfach eingestehen, dass das so, wie es im Moment läuft, ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und wir brauchen jemanden. Ja, das stimmt. Hauptsache, wir haben wen. Und ich meine, vielleicht ist Kevin nicht die beste Wahl, aber er ist eine Wahl, Corona. Und es ist immerhin mehr, als wir vorher hatten. Also, okay? Solange ihr nicht wieder die ganze Stadt in Schutt und Asche legt. Nein, vertrau mir da, ich hab da ein gutes Gespür. Okay, Kevin, deine Geburtstagstorte ist soweit. König, sie sind gerade... Ah, jetzt! König, sie sind... Ach Gott, okay. er hat sich schon... Sie genießen das Leben, König. Wahrlich, wie ein großer Herrscher es tun sollte. Großer König, darf ich Ihnen eventuell ganz kurz meinen Bauvorschlag für den Palast erörtern, beziehungsweise Ihnen zeigen, was ich, in meinen kühnsten Träumen mir erdacht habe, um eventuell eurem Anklitz einen wohlgelungenen Palast, Vorschlag zu unterbreiten, wenn Sie verstehen. Aber gewiss! Sehr gut, Herr König. Schauen Sie. Ich hatte überlegt, eventuell eine Art weißen, strahlenden Granitpalast, einen aus Granit, Marmor, ich weiß nicht genau, welcher Naturstein es ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr kostbarer Naturstein wird euren Palast zieren. Ich meine, schaut euch das Muster allein an. Wir werden den Palast unten noch ein wenig bearbeiten, dass wir hier eventuell noch kleine Nischen und so etwas haben, aber im Großen und Ganzen soll es doch dann relativ modern, der neuesten Architektur entsprechend. Man nennt das Ganze den Barock, großer König. Und vielleicht kriegen wir ja, angeblich bauen alle Königshäuser im Moment in diesem Stil. Ich meine, wer weiß, vielleicht kann man damit, also das ist nicht das, das ist ein Turm des Ganzen, versteht sich natürlich, großer König. Und das ist noch kein ganzer Entwurf. Ich wollte nur aufzeigen, wie es eventuell aussehen kann. Ist ja denn irgendwo noch Platz für eine riesen Speisekammer? Oh, großer König, wir werden einen riesigen Speisesaal für Sie intervenieren. Natürlich, es wird einen riesigen Speisesaal. Der wohl in der Nähe des Throns liegen, oder? Oh, natürlich, es wird einen riesigen Speise- und Diskussionssaal geben. Wir brauchen einen runden Tisch zur politischen Abstimmung des Ganzen. Ich meine, klar, Sie möchten sich sicherlich oft mit Ihrer rechten Hand und dem General abstimmen, wie eventuell weitere Entscheidungen getroffen werden. Und Sie müssen sich die Palastfassade folgenderweise vorstellen, großer König. Stellen Sie sich eine Fassade vor, die von Gold und Prunk nur geziert ist. Ich meine, großer König, wir wissen ja, dass Sie ja noch einige Goldreserven haben. Die müssen wir wahrscheinlich zusammenkratzen, aber das kriegen wir alles wieder durch die Steuer rein. Machen Sie sich da keine Sorgen, großer König. Dieser Palast wird unglaublich prunkvoll und schön aussehen und Ihnen ein wirklich willkommenes Geschenk sein. Vertrauen Sie mir dort. Was Reichtum und Schätze angeht, haben wir keine Probleme. Sehr gut. Ich wusste schon immer, dass Sie ein wohlhabender König sind und es Ihnen nicht so schade ist, genug für das Volk auszugeben. Corona, wurde ciao. Jetzt eigentlich im Zuge Ihrer Ernennung, großer König Donald Time, wurde die Fetzer GmbH eigentlich verstaatlicht oder läuft die weiter als privates Unternehmen? Die Fetzer GmbH, die ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Okay. Sehr gut, großer König. Wenn Sie so entscheiden... Meine Pflichten als König, die verlangen von mir ab, dass ich täglich hier Zeit für das Volk mir nehme. Siehst das du stimmt Corona, natürlich. Siehst du Corona, und genau das meine ich. Wir haben jemanden gefunden, der unserem Volk tatsächlich Gutes tut. Jemand, der unser Volk unterstützt und jemand, der unser Volk verdammt nochmal mit seiner Führungsqualität überzeugen wird, dass er der Richtige für uns alle ist, Corona. Vertrau mir. Ich hoffe, Sie erkennen auch noch die Qualitäten der Corona. Ja, was war eigentlich mit der Kiste? Kann ich die öffnen Kiste, oder ist da wieder ein verstecktes Sparabo drin? Da ist kein Trick oder so bei. Okay. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf, dass das kein Trick ist. Das möchte ich mir ansehen, großer König. Das möchte ich mir ansehen. Und großer König, wenn ich vielleicht so frei sein dürfte, der Schaden in meinem Haus, mir fehlt leider das Geld für die Handwerker. Wenn Sie das bezahlen wir aus der Stadtkasse. Das ist nett. Ich werde den Kaktusmenschen fangen. Ich werde den Kaktusmenschen fangen und ich werde den Bau einer Zitadelle. Wenn er dann wirklich dahinter steckt, das müssen wir auch. Ich schau mal ganz kurz rein, wenn ich darf, Corona, ja? Ja, okay. Tatsächlich, Corona, da steckt nichts mehr dahinter. Ein ehrliches Angebot eines ehrlichen Mannes. Sehr gut, großer König. Ja, stimmt, ich habe die Kiste ja nicht geöffnet, also im Zweifelsfall. Sehr gut. Gut, okay, ich würde sagen, König, wir sollten vielleicht... Ja, bitte? Dann, wenn wir den Verlassbau jetzt General. Noch angehen... Corona, ganz kurz, da Sie jetzt wahrscheinlich dann noch morgen im Zuge des Ganzen, wenn der Palast vielleicht schon ein großes Stück vorangeschritten ist, zum General ernannt werden, großer General Corona, dann würde ich doch sehr bitten, dass Sie eventuell morgen schon einige Truppen beisammen scharen, die uns dann im Kampf gegen... die Stadteinnahme von Gaia eventuell zu Rate stehen können. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass Early Boy mit seinen Paladin-Leuten irgendwie mit in die Schlacht zieht. Vielleicht haben wir da bis morgen eine Antwort, Herr König. Okay, dann werde ich mich mal drum kümmern und mal Hauptmann Hui nachfragen, wie die neuen Rekruten momentan. Genau. Und genau, Louis ist im Moment noch auf der Suche nach weiteren Normannen, die sich eventuell unserem Heer anschließen. Und wie gesagt, ich hatte bereits ein Gespräch mit Architekten, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant für Sie. Das hintere Viertel wird heute ebenso begonnen. Hier wird ein riesiges Vergnügungs- und Soldatenviertel entstehen, welches mit einem Amphitheater ausgeschmückt ist, verschiedenen Bars, eventuellen Hotelbetrieben und sonstigen. Also die Stadt wird auf jeden Fall jetzt ein weiteres und Großteil
an Einwohnern wachsen, Herr König. Aber Sie müssen es immer so sehen, wir haben die Möglichkeit, Steuern zu nehmen. Und ich, vor allen Dingen, Herr König, eine Sache, die mir schon immer missfallen ist, ist, dass wir kein vernünftiges Etablissement zum Speisen haben. Wir haben keine vernünftige Gaststätte, wenn ihr versteht. Wir haben nur diese Pubs, wo man trinken kann. Und ich dachte, ich habe mit ein paar Leuten aus, das Land nennt sich Italien, gesprochen, die vorzügliche Speisen heranbringen werden und auch unseren Hof später verpflegen werden, oh großer König. Oha. Okay, die Speisen will ich mir vorher aber genau anschauen. Natürlich, großer König, natürlich. Da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Generell sollten wir eventuell über eine Grundsanierung der Stadt überlegen. Ich meine, wir sind gerade dabei, eventuell in ein neues architektonisches Zeitalter vorzuschreiten. Was ist das hier eigentlich? Wo kommen die Viecher her? Die haben Herr Donatheim willkommen geheißen. Die Tierwelt hat sich über seine Ankunft als König gefreut, Corona. Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht sollten wir überlegen, unsere Häuser eventuell auch dem neueren Stil irgendwann dann mal anzupassen. Wenn der Palast steht, sollten wir schnellstmöglich einen Ablass erlassen, dass die ganze Stadt dazu verpflichtet ist, ihre Häuser grundzusanieren. Denn nun ja, wir wollen ja nicht ewig in diesen schäbigen Hütten wohnen. Aber gut, das machen wir alles bei Zeiten, großer König. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen nochmal und besprechen die weitere Lage. Und das mit meinem Haus, das kriege ich schon irgendwie raus. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihr Vertrauen. Ich gebe jetzt Kaffee und großer König Donnerstag für Ihr Vertrauen, dass Sie mich als General auserwählt. Okay. Ihr habt gerade mitbekommen, Leute. Ich weiß wirklich nicht, wer dahinter steckt. Ich bin mir fest der Überzeugung dahinter, Leute, dass Petrit dahinter steckt. Dieser dreckige Bastard. Ich weiß es nicht. Petrit hat sich die ganze Zeit nicht gezeigt. Petrit war die ganze Zeit weg. Er hat sich die ganze Zeit wahrscheinlich darauf vorbereitet, diesen Anschlag zu verüben. Und jetzt ist er wieder da. Und sobald er wieder da ist, gibt es wieder Ärger, meine Freunde. Aber ich denke mal, das wird sich morgen im Stream auch alles geben. Leute, morgen 19:30 gibt es wieder einen fetten Livestream. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Und das war's von dieser kleinen, aber feinen Folge von Minecraft Empire. Diesmal ohne Cuts. Einfach mal so, damit ich sie pünktlich bringen kann, meine Freunde. Also, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao, ciao.